hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute eine neue Foundation vorstellen, die für mich neu ist. Die gibt es schon eine ganze Ecke auf dem Markt. Aber dadurch, dass ich gerade auch so ein bisschen auf der Suche nach neuen Foundations bin, die sehr leicht sind. Ich habe nämlich die Serum Foundation von The Ordinary. Und ich bin ein großer Fan von der. Ich mag die unnormal gern. Aber ich suche halt so ein bisschen auch etwas, was ich hier in einem Laden kaufen kann. Und da bin ich auf die Love Even Elixir Serum Foundation gestoßen. Und zwar habe ich durch die Hatice Schmidt. Hatice hat immer super, super gute Ideen und beziehungsweise durch ihre Collab mit Love einfach auch total viel Informationen über solche Foundations. Und sie mag alle Foundations sehr, sehr gern. Da gibt es auch eine matte Version, die werde ich mir auch mal bestellen. Ich habe die jetzt bei Douglas gekauft. Und ich habe bezahlt für diese Foundation 13,49 Euro, weil ich habe 10% Gutschein im Douglas eingelöst. Das könnt ihr eigentlich immer finden, wenn ihr Douglas-Gutscheine eingibt. 10% findet ihr immer mit Sparwelt irgendwas. Also da findet ihr immer praktisch gerade so einen Code, wo ihr praktisch 10% mindestens sparen könnt. Bei 20% müsst ihr bei Douglas selber praktisch warten, bis die Aktion anfängt. Und ich habe mir praktisch diese Foundation gekauft und ich finde sie so schön. Weil die hat eine richtig feste Verpackung, ist eine Glasflasche und ich habe die Farbe 050 Pure Nudity gekauft. Das ist eine richtig coole Verpackung und zwar zieht ihr das raus und da habt ihr so einen Dropper dabei. Ich finde die ganz cool zum Dosieren, das ist eigentlich auch sehr hygienisch, dadurch, dass das alles aus Glas ist, könnt ihr das auch sehr gut abwischen. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne das mit euch testen. Ich habe im Vorab jetzt mal ein bisschen meine Haut schon gepreppt und geprimed. Und zwar mit dem, ich habe da sogar schon einen aufgebraucht. Ich habe jetzt endlich den Primer aufgebraucht, weil ich jetzt ein bisschen mehr ein größeres Bild davon machen konnte. Ich liebe den. Das ist der The Ordinary Primer von, der High Adherence Silicone Primer von The Ordinary, so rum. Der ist sehr, sehr silikonartig und weil ich halt auf meiner T-Zone aufgrund meiner hormonellen Umstellung jetzt durch das Absetzen der Pille halt hier irgendwie sehr leicht dazu neige, dass sich die Foundation abträgt, benutze ich jetzt auch den Insta Matte so eine von The Body Shop ein Foundation praktisch mattifying auf Silikonbasis basierenden Primer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der ist praktisch total durchsichtig, ja. Und ich trage den praktisch jetzt nochmal für euch auf, dass ihr sehen könnt. Der mattiert halt instant sofort die krassesten Sachen. Er ist halt auf totaler Silikonbasis. Ich muss aber sagen, dass ich das sehr gut vertrage. Ich habe jetzt keine, und ich bin jetzt immerhin schon 29, keine krassen Veränderungen gesehen. Ich hoffe, dass die Farbe 050, die ist eines der recht dunkelsten. Also da gibt es, glaube ich, auch nur 6 oder 8 Farben von. Auch ein guter Tipp, zum Beispiel bei Love Cosmetics zu sparen, ist einfach bei Müller abzuwarten, weil bei Müller gibt es immer sehr, sehr gute Aktionen. Da werde ich auch mich ein bisschen mehr eindecken, weil ich möchte gerne ein Full Face machen von diesen Produkten. Und zwar haben die ein sehr cooles Puder, was mich unnormal interessiert. Ich habe auch Liquid Lipsticks, von denen ihr jetzt mir bestellt. Das seht ihr dann in meinem DM-Haul, der dann vielleicht davor oder danach online gegangen ist. Ansonsten findet ihr es in der Infokarte, wo ich praktisch dieses Produkt auch gekauft habe. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die Review. So, also ich werde jetzt mal testen. Also ich kann jetzt leider keine andere Farbe benutzen. Das ist dann halt einfach so. Und zwar kommt der ja mit so einem Dropper. Und ich werde mal hier. Ah, der kommt so Insta-mäßig raus. Also ich muss sagen, ich finde den Dropper sehr cool. Weil da gibt es halt manche, die sind, finde ich, viel, viel schlechter von der Handhabung. Ich werde das jetzt erstmal so machen. Ich werde jetzt erstmal ganz grob mit einem Buffer ausbuffen. Eine Serum Foundation assoziiert sich bei mir eigentlich immer darüber, dass sie sehr, sehr flüssig ist. Das ist in diesem Fall jetzt hier nicht der Fall. Ich habe meine Haare schwarz-rot gefärbt. Also seht mir bitte weg, wenn ihr da irgendwelche Macken seht. Das ist jetzt nicht vom Make-up, das ist einfach Restfarbe. Und zwar, also sie ist etwas rotstichig, das sieht man dann, aber das kann ich später mit Concealer und so auspuffen. Das ist so eine Foundation. Also ich habe jetzt ja so beide Techniken schon ausprobiert. Also ich benutze ja sowohl
sehr gerne den Pinsel zum Foundation auftragen seit neuerdings. Wie auch praktisch einfach mit dem Beauty Blender rüber, beziehungsweise mit einfach mit so einem Blender. Das mache ich immer noch zum Schluss, weil ich finde, dass ich das dann besser in die Poren einarbeiten kann und um die Nase rum. Ich habe jetzt zwei Dropper benutzt und ich finde eigentlich schon, dass es sehr gut aussieht. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Evelyn-Schwamm drüber und buff das so ein bisschen aus und arbeite das noch ein bisschen an meine Haut ein. Wenn ich das so auf dem jetzt hier auf dem Bildschirm sehe, beziehungsweise in meinem Spiegel, sieht es für mich aus wie so eine Medium Coverage. Also full ist es nicht, das kann ich euch sagen, weil ich finde, dafür ist es jetzt. Also für mich ist es ein bisschen zu rötgelb, rötlich stichig, die Foundation. Aber wie gesagt, man kann ja im Internet auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt immer perfekt passt. Muss aber sagen, dass ich meistens, was nicht passt, wird passend gemacht durch Concealer. Das ist dann immer nicht so das Problem. Deswegen lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr mal eine falsche Farbe habt. Dann tut das ein bisschen aufhellen mit dem Concealer. Das geht dann immer auch, um die Flasche dann aufzubrauchen beim nächsten Mal, wenn ihr es dann günstiger kriegt oder kauft. Und ihr grundsätzlich mit der Konsistenz zufrieden seid, dann kauft ihr einfach praktisch das bisschen günstiger, wenn ihr mal so ein Angebot habt oder so. Wie gesagt, Müller hat manchmal echt 30%. Das lohnt sich halt unnormal. So noch ein bisschen. Also ich mache öfters mal so ein bisschen Fixing Spray drauf. Das ist jetzt von Mario Badescu, das Facial Spray with Aloe and Cucumber, also Gurkenwasser. Das arbeite ich meistens noch in die Foundation mit ein, weil ich einfach nicht möchte, dass da irgendwelche trockenen Stellen hervorkommen. Also, wenn ich jetzt ins Close-up gehe, habe ich, wie gesagt, eine Medium-Coverage. Man sieht halt schon ganz gut. Ich werde jetzt mal mit meinem Concealer drüber gehen. Und zwar werde ich hierfür die C2, The Makeup Revolution Conceal and Define nehmen. Ich habe die 02. Ich habe jetzt übrigens entdeckt, dass es den auch beim Rossmann gibt. Da war ich ja total geschockt. Da habe ich gedacht, hä, also ich wusste gar nicht, dass es den direkt im Rossmann gibt. Ich habe den halt immer über Revolution London bestellt. Das hat letztens, verlinke ich euch gerne den Haul hier oben. Da habe ich sowas von lang gebraucht. Das war voll schlimm. Also das hat mich richtig aufgeregt. Deswegen habe ich echt gedacht, nächstes Mal würde ich es gerne irgendwie mir angucken können. Jetzt habe ich bei mir im Rossmann entdeckt, dass es jetzt die Theke dazu gibt. Also ich glaube von C1 bis C16 haben sie es da. Finde ich echt gut. Also das sind wirklich sehr, sehr dunkle Farben auch schon da. Da kann dann auch ein Mädel mit sehr, sehr viel dunklerer Complexion einfach auch sehen, dass es dafür halt eine Möglichkeit gibt. Ich habe jetzt auch Kontaktlinsen drin. Das klappt bei mir echt ganz gut. Also der Concealer lässt sich gut darauf runter buffen. Ihr seht ja, das ist ja schon sehr viel heller. Ich empfinde aber die Serum Foundation als trocken. Also wenn ihr die anfasst, ist die schon noch leicht klebrig, aber es könnte jetzt auch darauf zurückzuführen sein, wegen dem Gesichtswasser sozusagen. Ich mache jetzt hier kein Full-Face-Make-up oder so, sondern ich zeige euch, wie gesagt, nur wie die Foundation sich trägt. Dann gehe ich in mein geliebtes Coty Airspun. Leute, kauft euch das. Das könnt ihr bei Amazon kaufen. Das ist eins der krassesten Puder, die ihr kaufen könnt. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was für einen Pinsel ich nehme. Ich habe 100 Pinsel, aber nur den einen will ich jetzt. Kennt ihr das? Das ist voll schlimm. Ich nehme jetzt den BH Cosmetic Pro Pinsel von der Pro-Reihe und gebe mir jetzt ordentlich Puder drauf, weil ich sehen möchte, wie das sitzt. Also es ist ja jetzt hier so eine First Impression. Ihr könnt eigentlich sehr gut, wenn ihr das Make-up auftragt und ihr regelmäßig Make-up tragt, wisst ihr sofort, funktioniert oder funktioniert nicht mit eurer Haut. Weil ihr dürft natürlich nicht außer Acht lassen, dass das natürlich nur eure Complexion ist oder eure Haut, eurer Hauttyp, der das halt praktisch irgendwie einen Hinweis drauf geben kann, ob es taugt oder nicht. Also das Puder hat sich ganz gut drauf gesetzt. Also ich habe hier noch so voll viele Poren, die man sieht, aber das ist jetzt vielleicht auch tagesbedingt oder so. Also es ist manchmal so, mal so. Also das ist leider einfach so. Ich fange jetzt mal an, mein Gesicht zu bronzen. Und zwar nehme ich dafür einen echt geliebten Bronzer mittlerweile. Ich liebe den.
Und zwar ist es denn, ha, voll gut, ich habe jetzt mein Ringlicht so eingestellt, dass mir nicht ständig die Produkte glänzen. Und zwar ist es der Avengers Await Bronzer hier. Mir ist was runtergefallen. Avengers Await Bronzer von der Essence LE, die jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Und ich habe mir davon zwei gekauft, Leute. Sind sehr geile Bronzer. Hat einen ultra leichten Schimmer drin, aber lässt sich sehr, sehr gut verarbeiten. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Bronzer. Lässt sich sehr gut verarbeiten. Ich arbeite jetzt auch an meinem Anti-Haul. Also ich hoffe, dass der entweder jetzt schon rausgekommen ist oder noch rauskommen wird. Es gibt jetzt einen Riesenhype um diese Marc Jacobs Bronzer, was ich gerade irgendwie gar nicht verstehen kann. Also Bronzer ist für mich halt ein Bronzer, ja. Es gibt so tolle, ich habe bestimmt 30 Bronzer von NYX, von Essence und muss halt echt sagen, ich verstehe diesen Hype nicht, warum halt viele den unbedingt haben möchten. Erstens mal kostet er halt mal echt 50 Euro, was ich für normales Make-up fast schon zu viel finde. Er soll sehr, sehr schön sein, das glaube ich auch, aber ich glaube halt nicht, dass ich jetzt nicht schon sowas Ähnliches in meiner Sammlung habe, sozusagen. Jetzt noch ein bisschen Blush und wen nehmen wir denn heute dafür? Welchen Blush nehmen wir denn? Ah, ich nehme den aus der Patrick Star Collection und zwar diesen peachigen und zwar den unteren hier, weil der. Pigment. Patrick Star Produkte habe ich auch reviewed für euch und zwar könnt ihr das gerne unten entweder in der Infobox oder in der Infocard finden. So, also ist eines der schönsten Videos, die ich persönlich gemacht habe, weil der Look einfach sehr, sehr geil rausgekommen ist. Schaut da gerne mal rein, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr dem auch ein bisschen Liebe gebt. Und jetzt kommen so, jetzt bin ich praktisch so meine Base sitzt. Foundation sitzt super. Die Farbe ist doch nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil jetzt mit dem, weil ich tue ja sowieso mal concealen und highlighten, finde ich die wirklich nicht schlecht. Für eine Serum Foundation finde ich sie allerdings ein bisschen dick. Also sie fühlt sich auch sehr dick an. Und für den regulären Preis von 14,99 finde ich sie leider auch etwas teuer. Also ich finde 14,99 sehr, sehr teuer, wenn ich mir überlege, ich habe hier die Pro Matte Foundation von LA Girl. Die kostet so 12 Euro. Von der Menge her ist meistens alles gleich. Was ist denn hier drin an Menge? Also 30. Ja, das sind beides 30 Milliliter. Die kostet 3 Euro mehr, aber die ist halt eine matte Foundation, die wirklich fast kein Abpudern braucht. Hier zum Beispiel habe ich auch ein tolles Produkt. Das ist die Fit Me Foundation, die Matte and Poreless. Ich habe da die 128, ist auch ein sehr gutes Produkt. Und wenn ihr es so ein bisschen luminous haben wollt, habe ich ein geiles Ding. Und zwar ist es der Luminous Smooth, auch von Maybelline. Auch eine sehr gute Foundation. Könnt ihr bei Rossmann manchmal für 7 Euro kriegen oder so. Das ist das, der einzige Bummer, den ich jetzt hier habe. Für 14,99 ist das noch schon eine mittelpreisige Foundation. Sie macht ihren Job, aber es ist jetzt nicht so, dass sie mich jetzt aus dem Hocker haut, dass ich sage, boah, ich sah jetzt noch nie besser aus oder so. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Ich finde sie schön, also sie ist echt schön, sie lässt sich gut drüber arbeiten und so. Die Produkte sitzen auch gut da drauf, wie ich das sehe. Ich habe jetzt halt einfach so ein paar Pickelchen und so ein paar, ich sag mal, Hautunebenheiten, weil ich halt eben die Pille abgesetzt habe. Das wird jetzt bestimmt noch mal ein paar Monate so gehen. Aber bin trotz allem sehr, sehr zufrieden. Sie lässt sich gut auftragen. Preisgestaltung ist von Love Cosmetics, wenn man überlegt, dass sie zu Catrice und Essence zu Cosmova gehören. Cosmova ist schon ein bisschen teuer, aber muss aber sagen, dass die Produkte, glaube ich, ganz gut sind. Also, wenn ihr praktisch ein bisschen higher pricey im Drogerie was sucht, dann könnt ihr, glaube ich, mit der echt nichts falsch machen. Wie gesagt, bei Müller gibt es oft 30%, so alle paar Monate in regelmäßigen Abständen. Und finde, dass das dann sich auch total lohnt, die dann zuzugreifen. Ich würde sagen, wir beenden die Review hier an diesem Punkt. Schlecht ist sie auf keinen Fall. Sie sieht wirklich schön aus. Sie hat meine Haut sehr gut aussehen lassen. Schaut mal vor die Haarfarbe hier. Wie gesagt, preislich hoffe ich einfach, dass die, wie gesagt, noch ein bisschen runtergehen. Auch Highlighter zum Beispiel sind super teuer. Also so, ihr müsst rechnen, so Lippenprodukte kosten so 6 Euro der Gloss, 9 Euro etwa die matten Lippenstifte, Nagellacke, ich glaube 5, 6 Euro. Die Highlighter-Paletten, ich habe welche.
Die kosten auch 15 Euro, Leute. Ach, das ist andersrum. Das sind die The Glorious. Leute, die würde ich mir sofort für 15 Euro wieder kaufen. Ich habe sogar beide. Hardcore-Fan davon. Und zwar habt ihr hier ein Puder, was so Illuminating-Effekt gibt. Sehr, sehr geil sieht es auf der Haut aus. Also den Love Cosmetics hätte ich gerne als Einzelpen, weil der sieht wunderschön aus. Dann habt ihr einen ultra-metallischen Highlighter, der einfach nur krass aussieht, Leute. Also der ist richtig bababoom. Und ihr habt noch einen Luminous Bronzer und die Paletten sind bei mir jeden Tag in Benutzung. Ich liebe die. Deswegen möchte ich auch unbedingt ein Full Face of Love Cosmetics machen, weil ich einfach denke, die Marke ist zwar etwas pricey, also etwas pricey, aber ihr könnt wirklich kein, Sch also das ist so eine Marke, genauso wie ich das auch über Essence und über Catrice denke, wenn ihr halt dort irgendwas kauft, so arg schlecht sind die Sachen einfach nicht. Klar, Essence ist so die Babymarke von der ganzen Abteilung praktisch. Das sind die, die was am günstigsten sind. Catrice ist oft auch schon recht teuer. Also die LEs sind nicht billig. Aber wie gesagt, diese beiden kosten auch jeweils 15 Euro. Ich habe die tatsächlich damals bei Müller gekauft. Da habe ich dann, glaube ich, nicht mal 10 Euro für die bezahlt. Für das Geld habe ich sie gern gekauft. Sie sind auch so hochwertig gemacht. Also ich liebe die. Die sind so richtig in so einem Schlangenlederoptik, ja. Mega schön. Die kommen auch beide immer mit auf Reisen, weil ich dann weder großartig Bronzer, Highlighter oder sonst was mitnehmen muss. Die liebe ich des Todes. Und die Foundation werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Also jetzt, wo praktisch, ich habe ja auch noch, kann ja auch noch mal ein bisschen Puder drauf, beziehungsweise so ein Spray. Wenn wir schon bei Cosnova sind, nehme ich jetzt mal das Catrice Luminous Illuminating Spray. Das setzt euch mal noch mal ein bisschen die Foundation. Also ich finde, sie sieht sehr schön aus. Ihr könnt praktisch nicht viel falsch machen. Leider Gottes muss ich auch diese Farbrange ein bisschen bemängeln, weil also ich bräuchte ein etwas gelbstichigeres Serum sozusagen, um das praktisch noch mal optimaler rauszuholen und praktisch auch Color Correcting direkt wegzulassen. Ansonsten Deckkraft finde ich gut. Und ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Sie ist wirklich 100% ehrlich. Ich habe die Sachen ja selber gekauft und auch selbst wenn ich sie nicht kaufen würde und sie geschenkt bekommen würde, würde ich auch euch die Wahrheit drüber sagen. Weil ich finde einfach, dass diese Produkte definitiv eine Chance verdient haben. Und ich auch einfach finde, dass neben dem ein bisschen teurer einfach auch verdammt gut sind. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben, und wir sehen uns bei der nächsten Review, Tutorial Haul, meistens einem Haul, einfach wieder. Thank you.